Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Day of Billions. In der letzten Folge konnten wir die zweite Angriffswelle der Zombies schadlos überstehen und bereiten uns nun auf die nächste Angriffswelle der Zombies vor. Außerdem konnten wir den Bereich hier drüben klären und haben uns da ein bisschen expandiert, ein bisschen die Ressourcen geschnappt, haben hier oben einen kleinen Angriff abwehren können und wollen nun in dieser Folge hier unten die Zombies zurückdrängen und die Doom Village kaputt machen. Und wir haben es außerdem noch geschafft, endlich den Marktplatz zu bauen in der letzten Folge und haben damit nun eine weitere Einnahmequelle gefunden, denn alle überschüssigen Ressourcen werden nun endlich verkauft. Gut, wenn unser Gold vollläuft und wir kein weiteres Gold mehr aufnehmen können, haben wir ein neues Problem, aber das muss uns erstmal gelingen, dass wir kein Gold mehr ausgeben können. So, dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt hier machen. Wir haben unseren Soldaten bereits den Befehl gegeben, hier runterzulaufen, damit wir uns vorbereiten können, hier das hier sauber zu machen. Außerdem sollten wir... Ja, wir sollten Geld ausgeben. Ich würde jetzt gern erstmal den Sniper erforschen. Das ist schon mal das Erste, womit wir unser Geld loswerden. Denn ich würde jetzt ganz gerne von Rangers komplett auf Snipers umstellen. Das heißt, ich würde keine Rangers mehr ausbilden. Hintergrund ist, ich meine, klar, die Rangers sind schnell im Angriff. Sie sind leise. Und laufen auch viel schneller als so ein Sniper. Das Problem ist nur, schneller Angriff gegen hohen Schaden. Das heißt, die Sniper, die machen einen sehr hohen Schaden und gerade wenn wir mal mit Blick auf die finale Welle uns Gedanken machen wollen, dann sollten wir doch wirklich auf die Sniper gehen, denn die Sniper, die machen einfach mehr Schaden und wir werden später sehr viele große Einheiten, große Zombies in den Wellen haben und die teilen dann auch sehr gut aus und dann sind diese kleinen Zombies ein Witz. Also wir sollten wirklich schauen, dass wir die großen Zombies dann so schnell wie möglich platt kriegen können. Ich würde jetzt nur ganz gerne hier noch ganz kurz ein kleines Stück expandieren, damit ich hier eine schöne Mauer setzen kann. Damit ich mir auch da keine Gedanken machen muss. Und hier würde ich auch gerne Ballista hinsetzen. Denn wir haben in der letzten Folge gesehen, dass es eng war. Also der Ballista hier oben hat die Zombies hier unten nur geringfügig Schaden zufügen kann, weil sie einfach doch da unten nicht so in seiner Range liegen. Drum baue ich jetzt hier tatsächlich nochmal eine zweite Balliste hin, um sicher zu gehen. So, da sehe ich noch Stein. Ich denke, das nehmen wir auch noch mit da oben. Kein Problem. Energie sehe ich auch schon wieder. Wird langsam zur Neige gehen. Jetzt bauen wir da rasch noch die Mauer. Ein bisschen Holz noch, genau. Ah, ich glaube, da geht noch eins. Jawohl. Und dann stellen wir da natürlich auch sofort eine Balliste hin, damit wir uns da wirklich keine Gedanken mehr machen können. Ich denke, eine ist auch hier erstmal wieder genug. Brauchen wir noch. Komm, genau, passt. Jetzt haben wir das Holz. Was kriegt man mal hier? Und hier. Hier, bauen wir hier noch hin. So, genau. Ich lasse mal einen Ranger nach oben und mit den anderen räume ich jetzt hier unten schon mal auf und fange an, den ersten Sniper zu bauen. Ich sehe auch jetzt schon gleich wieder, ich habe nur noch 4 Energie und keine Worker mehr. Um jetzt eine Mühle zu bauen, bräuchte ich jetzt aber Worker. Problem. Wie löse ich das jetzt? Gut, 4 Energie heißt, ich kann noch 4 Häuser bauen. Das machen wir jetzt auch einfach. 1, 2, 3, 4. Das wären dann 8 Worker und damit könnten wir theoretisch auch 2 Mühlen erstmal bauen. So, jetzt räumen wir hier schon mal ein ganz kleines bisschen auf. Ich möchte mich nicht zu weit vorbewegen. Denn wir sehen hier, die Doom Village hat eine View von 6, das heißt innerhalb von 6 Zellen, wenn sie mich sehen, dann kommen die Zombies auch, dann greifen die mich an und das ist nicht ohne was da kommt, also muss man äußerster Vorsicht genießen, auch wenn wir jetzt hier 31 Rangers haben, das ist nicht genug, glaubt das? Mir ruhig, das ist absolut nicht genug. So, jetzt bauen wir hier noch.
ein Tower hin, Tesla Tower. Eigentlich sollte ich erst meine Energie aufbauen, aber da bewahre ich mit meinem Kopf jetzt einfach schon wieder ein Stück zu weit im Gedanken. Aber gut, es ist ja nichts Schlimmeres passiert, wir haben ja noch Glück gehabt. Und gut, hier will ich dann ganz gerne nochmal eine Farm hinbauen, weil Jägerhütten kann ich zurzeit keine mehr platzieren. Ich habe alles ausgeschöpft, was ich an Jägerhütten bauen hätte können. Und so eine Farm auch, wenn es nur 30 sind oder 40 Nahrung in der Produktion. Es ist auf jeden Fall immer, es ist auf jeden Fall mal das Doppelte. Jetzt sehe ich, unser Gold ist voll, das heißt, wir sollten jetzt definitiv rasch was finden zum Gold ausgeben. Aber es geht nicht, weil wir haben keine Energie. Ah, das ist ganz schlecht. Wir haben noch ein bisschen. Das ist nur minimaler Verlust. Erstmal. Jetzt bauen wir es sofort. 46, schau, genau. 48, das hört sich gut an. Das nehmen wir. Und dann habe ich hier unten auch schon das Eisen entdeckt. Das würde ich auch ganz gerne nehmen. Ich glaube nur jetzt erstmal sollte ich rasch nochmal schauen, dass ich an Worker rankomme. Bauen wir nochmal ein paar Hütten hin. Vielleicht, nee, jetzt würde mir die Nahrung ausgehen tatsächlich. Schauen wir mal, ob ich eine Jägerhütte positionieren kann. 15, 16, 16 hört sich gut an. Es ist zwar gefährlich dort. Aber nehmen wir es mit. Genau, als nächstes sollte ich mir wirklich zum Ziel nehmen, den Stone Workshop zu bauen. Hintergrund ist der, im Stone Workshop kann ich weiter forschen. Weitere Forschungen machen, wie jetzt zum Beispiel eine Steinmauer könnten wir damit erforschen, die deutlich länger standhält als so eine Holzpalisadenwall. Außerdem können wir eine Bank erforschen. Die Bank hat den Effekt, dass sie das Goldeinkommen der umliegenden Häuser erhöht. Das heißt, wir würden nochmal viel, viel, viel mehr Gold einkassieren. Und da bauen wir jetzt, glaube ich, auch so, mal noch so eine Mine hin. Mit drei Eisen, sind drei Eisen. Bauen nochmal zwei Sniper, geben die nochmal einen Auftrag und dann haben wir eigentlich schon wieder keine Worker. Das ist ein Problem. Für den Woodworkshop bräuchten wir 15 Stück. Tun wir mal hier upgraden. Da kommt wenigstens ein bisschen was rein. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. Jetzt haben wir schon plus 77 und es kommt trotzdem noch nicht schnell genug rein. Also ich werde definitiv nochmal was bauen müssen. Irgendwo irgendeine Sägemühle. Und genau, jetzt hier. Ne, wir warten jetzt. Ich möchte den Woodworkshop erstmal bauen. Den können wir jetzt tatsächlich auch schon bauen. Dann geben wir den jetzt sogar in Auftrag. Haben jetzt keine Worker mehr und kein Gold und kein Holz. Ach je. Ja, ein bisschen was ist rein. Tun wir gleich mal hier nochmal kurz aufwerten und ich denke, ja, irgendwo sollte ich nochmal ansetzen. Ich glaube, hier setze ich nochmal an. Für Zelte. Und hier welche. Genau, das sieht doch ganz gut aus, glaube ich. Und uns ist die Energie ausgegangen. So, bauen wir hier. Hier? Nee. Hier? Ah ja, okay. Bauen wir es dahin. Ich könnte jetzt auch, und das werde ich jetzt auch, ich werde hier die Mauer abreißen, denn da hilft sie mir jetzt gar nichts mehr. Die Ballista reiße ich ebenso ab. Denn es wird ja alles hier oben aufgehalten erstmal und hier unten habe ich ja meine Unterstützung mit den Rangern und Snipern aufgebaut. Jetzt überlege ich, würde ich hier ganz gerne was hier oder doch eher hier? Ja, hier. Also wir müssen aufpassen, wir dürfen jetzt nicht zu viel Grünfläche verschenken, weil wir haben ja eh schon nur ganz wenig und unsere Farmen können wir nur auf Grünflächen aufbauen. Drum würde ich jetzt doch da ganz gerne vermeiden wollen, dass ich Grünfläche opfere. Schaut's mal die Zombies an.
Die wollen da durch den Wald, aber Gott sei Dank lässt der Wald die da nicht durch. Sonst hätte ich jetzt ein echtes Problem, weil dass die Einheiten da oben sind, sind die Zombies längst hier, hier und hier gewesen. Und dann sind sie überall gewesen. Das geht dann rasend schnell. Das ist ein sehr schneller Domino-Effekt. Was ich jetzt vorhabe, ich taste mich langsam ran. Ich würde ganz gerne hier, ungefähr hier, würde ich eine Mauer aufbauen und Ballistas hinterstellen. Dann kann ich nämlich erstmal ohne Sorgen leben, was das Doom Village angeht, weil da kommen auch regelmäßig mal Einheiten und schauen bei mir vorbei. Und wenn ich da jetzt aber gleich eine Mauer ansetze, bin ich erstmal sicherer. Ich denke, bauen wir. Ja, ich würde ganz gern so nah wie möglich gehen. Aber. Ja, machen wir hier, oder? Probieren wir es. Dann würde ich das. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt erstmal hier. Jetzt müssen wir erstmal die Zombies loswerden, die uns davon abhalten, überhaupt irgendwas zu bauen. Stellen auch sofort eine Balliste hier hin. Und jetzt seht ihr es, wir können nicht direkt nebendran eine weitere Balliste bauen. Es muss immer eine Lücke bleiben. Also bauen wir jetzt hier eine hin. Weil ich möchte, dass ein bisschen größerer Bereich abgedeckt ist. So, jetzt nehmen wir da rasch ein paar. Die sollen hier oben aufräumen. Und genau, dann räumen die da oben auf und das sollten wir vielleicht mal hier. Da ist so eine, da muss eh eine Lücke hin. Oh, das ist fast Verschwendung, gell? Na gut, das ist eh Verschwendung. Außer. Gut, das könnte man noch machen, tatsächlich. Nehmen wir mal das da mit die nach oben mit. Das wird jetzt. Das ist jetzt sehr mutig, was ich da mache, weil das ist doch näher an der Doom Village dran, als ich es vorgehabt hatte. Hoffen wir mal, dass es ohne Konsequenzen bleibt. Bauen wir es hier hin und dann versuchen wir da noch die Mauer da rumzuziehen. Und die Rangers mit Sniper räumen wir in der Richtung auf, weil ich muss hier auch aufpassen, dass ich da nicht böse überrascht werde. Ah, ein Wald. Schauen wir mal weiter. Oh, sehr schön. Geschlossen. Perfekt. Das ist gut. Also geschlossen ist immer gut. Und den Wirt-Workshop, der steht jetzt bestimmt schon wieder ein Weilchen. Müssen wir sofort erforschen. Also da muss ich noch ein bisschen arbeiten dran, dass ich die Sachen nicht immer so schnell aus dem Fokus verliere. So, jetzt können wir nichts mehr bauen, weil uns die Nahrung ausgegangen ist. Darum bauen wir jetzt 40. Bauen wir jetzt einfach rasch Farmen auf. Wenn wir könnten. Ja, können wir nochmal. 34, 30, 36. 36 hört sich gut an. 36 nehmen wir. Und den Tower, den wir da stehen hatten, der ist schon wieder. Ja, das war mir schon klar, das kann man nicht unbeaufsichtigt lassen. Das hat schon wieder einer aufgeräumt. Furchtbar. Gut, also müssen wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen. So, Nahrung ist hoffentlich auch gleich fertig. 6 Worker haben wir schon. Und dann würde ich tatsächlich jetzt hier auch noch schauen, dass wir das zumachen. Damit wir die hier Richtung Wald dann dicht machen können. Es gibt uns nochmal mehr Schutz. Machen wir das so oder lieber so? Machen wir das so, weil ich würde gern so viel Wald wie möglich eigentlich mitnehmen. Pausieren wir mal kurz. Also hier unten, gut, das ist sowieso verschenkt. Eigentlich die Fläche. Machen wir es so. So, oben ist fertig. Ich würde. Ja, das ist blöd. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte nicht so viel Grünfläche verschenken, aber hier verschenke ich sie jetzt eigentlich vollkommen.
Wobei, wenn ich es hier hinbaue, machen wir es da was hin. Moment, hier wollten wir hin. Sind da. Na gut, nicht genug Ressourcen. Hat schon wieder Sorge, da ist schon wieder ein Zombie in der Nähe. Und machen dann hier dicht. Dann werden wir da auch erst einmal geschützt. Wo kann ich da? Ah. Oh. Oh. Ja, das ist manchmal ein bisschen blöd. So. Ah, genau, da komme ich jetzt lustigerweise nicht mehr hin. Und jetzt habe ich was angefangen. Jetzt habe ich was angefangen. Oh, verdammt. Ja, zum Glück helfen die da oben. Hoffentlich klappt das so. Ah, das ist gefährlich. Ich lock die Zombies an. Zombies sind jetzt auch nicht gerade leise. Könnten die Doom Village triggern. Und zum Glück. Haben wir jetzt echt Glück gehabt. Und dann würde ich... Hier kann ich eh keinen Turm direkt bauen. Dann bauen wir da einfach den Tesla Tower hin. Dann können wir hier noch ein bisschen zuziehen. Kommt mal schnell darüber. So, die sind jetzt fertig. Der eine Ranger, der ist jetzt da, glaube ich, gefangen. Das war... Ach du meine Güte, ihr seht, was ich gemeint habe. Mist, jetzt habe ich es getriggert. Die Doom Village, ich hoffe, das hält. Ich hoffe, das hält wirklich. Ach Gott, jetzt habe ich was angefangen. Ich hoffe, das hält. Jetzt habe ich ein Problem. Da bauen wir noch ein paar Worker. Und Sniper in Ausbildung. Und die nächste Welle kommt auch schon. Das wird jetzt richtig gefährlich. Oh meine Güte. Jetzt muss ich schnell reagieren. Da habe ich absolut zu viel gewollt. Und was machen wir jetzt? Die Welle kommt um. Jetzt machen wir folgendes. Ich schicke alle Rangers nach oben. Die können mir jetzt da, glaube ich, gerade eh nicht so viel helfen. Ich hoffe, dass meine Sniper das Ding heimbringen können. Also das heißt, dass sie das schaffen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Jetzt machen wir hier auch noch zu. Stellen sicherheitshalber. Moment, hier eine Lücke. Und hier, dann kann ich hier das hinstellen. Stellen hier sicherheitshalber noch eine Balliste hin. Dann hoffe ich einfach, dass die Sniper mir den Arsch retten. Dann bauen wir noch eine neue Mühle. Die bauen wir hier hin. Und hier unten in dem neu gewonnenen Wald bauen wir jetzt einfach. Und bauen wir jetzt einfach mal eine Jägerhütte hin. Und noch eine zweite. Moment. Na, ab und zu. Und so geht es nicht. Irgendwas ist da manchmal. Ne, passt. Hier. So. Forscht haben wir die Steinmauern. Jetzt würde ich ganz gerne die Bunker forschen, wenn ich wieder Geld hätte. Und das fehlt mir gerade ein bisschen. Genau, aber das, was ich gemeint habe. Jetzt habe ich die Doom Village getriggert. Jetzt habe ich nur echt das Glück, dass die Ballista hier, glaube ich, die könnte das Gebäude hier noch kaputt machen. Und da sitzt es jetzt da. Den fetten. Die sind richtig übel und gegen die haben selbst 20 Rangers tun sich da sehr schwer, die platt zu machen. Und drum muss man da wirklich voll auf die Sniper setzen. Was ich jetzt auch mache, ich setze die Priorität der Sniper auf die stärksten Einheiten. Nicht auf die Einheit, die am nächsten ist, sondern sie greifen automatisch die Einheit an, die am stärksten ist. Wir sehen was. Genau, die greifen jetzt nämlich die Dicken an. Und jetzt schwenken wir mal rasch hier hoch. Denn hier haben wir jetzt ja auch schon viel Besuch plötzlich. Moment, lauft's bitte davor. Und jetzt greift's das an. Genau, also ich denke, die Welle ist überhaupt kein Problem. Ich mache mir wirklich eher Sorgen hier unten. Um das hier. Und zwar so sehr, dass ich wirklich nochmal eine Balliste hinstelle. Damit ich vielleicht ruhig schlafen könnte. Was passiert hier? Hier ist noch alles okay. Gut. Kommt's an. Klein gehackt. Ja, und damit haben wir auch diese Welle
problemlos. Ja, eigentlich problemlos überstanden. Hier oben waren wir jetzt zu keiner Zeit gefährdet. Hier unten hatte ich jetzt deutlich mehr Sorgen. Ihr habt ja gesehen, was wir da plötzlich getriggert haben an Zombies, was da plötzlich gekommen ist. Haben wir echt Glück gehabt, dass wir die Snipers sofort schon ausgebildet haben, schon ein paar. Die haben uns wirklich jetzt, würde sagen, den Arsch gerettet, auch gerade mit den Dicken, weil die machen wirklich ganz guten Schaden. Und damit möchte ich die Folge hier für heute beenden. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, ihr schaltet auch wieder zur nächsten Folge an. In der nächsten Folge will ich dann ganz gerne wirklich das Doom Village hier klären. Das haben wir jetzt heute leider nicht geschafft. Wir haben dafür aber hier, glaube ich, ganz gut expandieren können. Ein paar Hütten gebaut, für Nahrung haben wir gesorgt. Wir haben für einen Stone Workshop haben wir endlich bauen können, damit wir was erforschen konnten. Leider konnten wir jetzt noch nicht die Bank erforschen. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge schaffen. Und haben uns auf jeden Fall eine gute Basis geschaffen, damit wir in der nächsten Folge die Doom Village problemlos angehen können. Und mit der Aussicht auf die nächste Folge möchte ich mich hier an dieser Stelle verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!